In Schörfling am Attersee traf sich am 30. September die österreichische Radelite zum 7. King of the Lake. Die Einzelwertung der Radbundesliga wurde bereits in Gradwein-Straßenge entschieden, in der Mannschaftswertung galt es aber, noch wertvolle Punkte zu holen. Martin Mogerli hat bereits die Einzelwertung gewonnen. Wäre möglich natürlich heute auch die Mannschaftswertung zu gewinnen? Ja sicher, wir werden es versuchen und wir werden sehen, was passiert. Habt ihr vorher hier trainiert? Ja, wir sind eine Runde gefahren. Es ist eine schöne Strecke mit einem schweren Finale mit kleinen Anstiegen. Wir müssen so lange zusammenbleiben, wie es geht. Gestartet wurde in der Reihenfolge der Tabellenplatzierung. Das Team Amplatz eröffnete das Rennen im Rahmen des Radfestivals King of the Lake. Über 1000 Hobbyfahrer fuhren auf der komplett gesperrten Uferstraße 47,2 Kilometer rund um den Attersee. Für das Team Amplatz gingen Matej Mugarli, Peter Kustor, Andy Beitz, Rok Korosec, Marek Kanecki und Janosz Pelikan auf die Strecke. Bei der ersten Zwischenzeit nach 13 Kilometern lag Amplatz noch deutlich in Führung. Bei Kilometer 34 gab es die zweite Zwischenzeit. Hier lag das Team 10 Sekunden vor der Langenlöser Mannschaft. Im schwierigen letzten Teil waren die Niederösterreicher wieder etwas schneller, doch am Ende sollte sich mit einer Zeit von 55 Minuten und 39 Hundertstel der Sieg nicht ganz ausgehen. Als zweite Mannschaft rollten Matthias Kritzek, Patrick Gamper, Sebastian Schönberger, Markus Wildauer, Filippo Fortin und Maximilian Kuhn für das Tirol Cycling Team von der Rampe. Maximilian Kuhn, eine lange Saison geht zu Ende. Wie motiviert ist man noch am Ende von diesen rund 7 Monaten, dass man sagt, okay, jetzt trete ich noch einmal 47 Kilometer voll in die Pedale? Ja, es ist so wie bei vielen Sachen. Im Vorhinein ist man so ein bisschen, ja, letztes Rennen mal Eiche halten, das braucht schon viel Motivation und auch Form noch. Aber wir sind alle gut drauf, wir sind jetzt in Italien Rennen gefahren und es gibt schon einen richtigen Fuß ab. Und wir sind sicher richtig stark drauf und das werden wir heute hoffentlich auch ausspielen können. Die Tiroler schafften einen Schnitt von 51,4 km/h und umrundeten den See in 55 Minuten und 4 Sekunden. Damit belegten sie Platz 3. Stefan Rabitsch, Johannes Schienagel, Yannick Steimle, Daniel Auer, Marcel Neuhauser und natürlich Ricardo Zeudel begaben sich für das Team Felbermayr als dritte Mannschaft auf die 47,2 Kilometer lange Runde. Auf dem Rundkurs rund um den Attersee hält Ricardo Zeudel den Streckenrekord mit rund 57 Minuten im Vorjahr als Einzelfahrer erzielt. Glauben Sie, kann man das heute im Sechserpack unterbieten, diese Zeit? Ja, auf alle Fälle. Wenn man eine starke Mannschaft hat und jeder einen guten Speed fahren kann, ist es auf alle Fälle möglich. Und ja, für mich ist es auch interessant, ob es wer schafft. Aber ich gehe mal davon aus, dass es definitiv wer schaffen wird. Jetzt am Ende der Saison, sind alle noch voll motiviert? Ja, es ist durchwachsen. Also ich bin schon noch sehr motiviert. Also ich habe letzte Woche die WM noch gehabt, manche sind schon eher in der Saisonpause. Aber wie gesagt, man muss erst als Mannschaft ausgeglichen sein und da haben wir als Einzelakteur eh wenig zum Tor. Also es muss die komplette Mannschaft da schön harmonisch fahren und wird sicher interessant bewerben. Die Welser fuhren mit einem Schnitt von 51,1 km/h in 55,28 um den Attersee. Das bedeutete am Ende Platz 4. Man kann also zu 6 rund um den Attersee doch etwas schneller fahren als ein sehr guter Einzelfahrer. Es hat nicht gereicht für die ersten beiden Plätze. Ricardo Zeudel ein bisschen enttäuscht, nachdem er ja doch gedacht hat, Felbermayr könnte hier auch um den Sieg mitfahren. Nein, es war relativ knapp. Es war generell eine super Veranstaltung. Und ja, wie gesagt, bei uns sind einige nicht mehr, sagen wir mal, einige waren schon in der Pause, so wie der Stefan Rabisch, der ist kurzfristig dazugekommen. Also muss da schon wirklich, müssen alle 6 Fahrer wirklich gut drauf sein, dass man wirklich mal den Sieg mitfahren. Und wie gesagt, die erste Hälfte haben wirklich sehr gut gefahren und am Schluss ist den einen oder anderen wegen das Gas ausgegangen. Wäre diese Veranstaltung geeignet, hätte sie das Zeug dazu, dass man es vielleicht als Bundesliga-Finale öfters durchführt? Ja, ich hoffe es. Also wie gesagt, das ist ein super Event. Es ist eigentlich
gibt es ja in Österreich nie sozusagen. Für einige war es das erste wirkliche Mannschaftszeitfahren. Und auf völlig gesperrter Strecke auch, ne? Ja, genau. Das ist natürlich umso besser als bei einem Mannschaftszeitfahren. Und nein, ich hoffe, dass es die nächsten Jahre gibt. Mir macht es extrem viel Spaß und man hat gesehen, dass viele Teams das wirklich ernst genommen haben. Auch im Vorfeld schon mit Trainings und Strecken und so weiter. Also ich glaube, dass das in Zukunft sicher sehr attraktiv wird. Ja. Als vierte Mannschaft ging das Team Vorarlberg ins Rennen. Manuel Bosch, welche Informationen erwarten Sie denn über Funk während des Rennens? Ja, wenn einer von uns abgehangen ist, es reißt, wir schneller fahren dürfen. Oder ganz interessant für uns ist, wenn gefährliche Passagen kommen, es vor uns schon einen Sturz gegeben hat, dass wir vorbereitet sind auf die Streckenführung. Es ist ja so, dass in der Bundesliga eigentlich diese Funkverbindung nur bei Zeitfahren erlaubt ist, nicht? So viel ich weiß, ja, das ist nur beim Zeitfahren erlaubt. Normale Straßenrennen nicht. Was rechnet sich die Mannschaft vom Team Vorarlberg aus für heute? Interessant ist es für die Mannschaftswertung für uns. Wir könnten noch einen Schritt nach vorne machen, noch einen Rang gut machen. Aktuell sind wir auf Rang 4. Und nach hinten könnten wir einen Rang verlieren. Was schade ist, wir sind nur zu viertem Start. Wir hatten noch durch Krankheitsausfälle und starten zu viert gegen 6er Mannschaften. Neben Manuel Bosch traten Sebastian Baldauf, Jolt Dehr und Maximilian Hammerle in die Pedale. Beim Mannschaftszeitfahren zählt die Zeit des dritten Sportlers für die Wertung. Und beim Team Vorarlberg war das Manuel Bosch mit einer Zeit von 56,39. Das reichte für Platz 5 bei King of the Lake. In der Bundesliga-Gesamtwertung blieb es bei Platz 4. WSA Greenlife konnte gerade einmal 3 Mann ins Rennen schicken. Mit 57,47 fuhren Jodok Salzmann, Marco Friedrich und Timon Loderer auf den 7. Rang. Zum zweiten Mal schon nahm das Union Raiffeisen Tirol-Team am King of the Lake teil. Als sechstbestes Bundesliga-Team war die Mannschaft heuer deutlich schneller als im Vorjahr. Das Team aus Schwarz nützte das Zeitfahren als Probegalopp für einen bemerkenswerten Auslandsstart. Die Tiroler werden am kommenden Wochenende bei Paris-Tours, einem UCI 1.2-Rennen in der Klasse U23, teilnehmen. Dort werden unter anderem die Farmteams von Lotto, Sunweb oder BMC am Start stehen und das kleine Regionalteam aus dem Inntal. Eine Wertschätzung für die Nachwuchsarbeit in Österreich. Dominik Rinkhoff, wie stark ist eure Mannschaft im Zeitfahren? Gibt es da schon Vergleichsmöglichkeiten? Im Mannschaftszeitfahren gibt es eigentlich keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Wir haben in Andreas Hofer und in Andreas Graf als wirklich ausgewiesene Zeitfahrer dabei und vor Daniel Eichinger, der Walzler Andreas, Patrick Bosmann und mit mir, glaube ich, haben wir eine wirklich solide Mannschaft und können da, glaube ich, ganz vorne mitfahren. Worauf kommt es an bei diesem Kurs? Worauf kommt es an? Also prinzipiell bei Mannschaftszeitfahren kommt es davon, dass man wirklich harmonisch zusammenfährt, dass man vielleicht da ein bisschen mitdenkt beim Fahren, wo man schwenkt. Einfach das soll rundherum rennen und ich glaube, speziell die Nordseite wird dann recht schwer, weil es doch ein bisschen kopiert ist. Aber ja, ich glaube, schnell sollte man sein Auge, weil es trotzdem lang ist. Die Mannschaft Krinkhoff Advarik Cycling hat sich bereits im Vorfeld gut vorbereitet und mehrere Trainingsrunden um den See absolviert. Das hat sich auch ausgezahlt, denn bei der zweiten Zwischenzeit lag das Team aus Steyr 10 Sekunden vor am Platz. Im etwas hügeligeren Teil der Strecke vor der dritten Zwischenzeit verloren sie wieder etwas Zeit auf die bisher Führenden. Zudem stieg Dominik Rinkhoff vom Rad und Daniel Eichinger verlor den Anschluss. Auf den letzten Kilometern gaben Andreas Hofer, Andreas Graf, Patrick Bosmann und Andreas Walzel so richtig Gas und fuhren mit einem Schnitt von 51,6 km/h dem Ziel entgegen. Eine knappe Entscheidung, aber sie fällt zugunsten von Krinkhoff Advarik Cycling aus. Mit einer Zeit von 54,56 waren sie um 3,5 Sekunden schneller als am Platz BMC. Andreas Graf, ein Sieg am Ende der Saison, der erste in der Bundesliga überhaupt für die Mannschaft von Rinkhoff. Ist das nicht ein bisschen auch, jetzt sage ich mal, Balsam für die Seele? Balsam für die Seele würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben gewusst, dass wir sehr gute Zeitfahrer haben und haben uns richtig auf diese Zeit von da vorbereitet. Wir waren ein paar Mal da jetzt und haben uns die Strecke angeschaut
und haben ein paar Mal gemeinsam trainiert und haben gewusst, wenn es alles optimal läuft, dass uns heute niemand schlagen kann. Und dass uns das so aufgeht, ist natürlich super. Andreas Hofer, wie weit war man während des Rennens eigentlich informiert von diesen knappen Vorsprüngen bzw. Rückständen? Die Führung hat ja mehrmals im Laufe des Rennens gewechselt. Also wir haben eigentlich erst, kann man sagen, so 10 Kilometer vor dem Ziel die ersten Informationen gekriegt, weil wir ohne Funk gefahren sind. Da haben wir gewusst, es ist eng und dann eigentlich immer laufend bis zum Ziel haben wir Zwischenzeiten gekriegt. Ja, und am Ende ist es knapp für uns ausgegangen. War es eigentlich auch von der Taktik her bestimmt? Amplatz ist offenbar sehr, sehr schnell im ersten Drittel des Rennens gefahren. Unsere Taktik war, dass wir am Anfang nicht Vollgas geben und erst bis zum Berg und im Prinzip zur Wende, also am Rückweg, dass wir da voll aufdrehen, weil es da vom Terrain schwieriger geworden ist und der Gegenwind gekommen ist. Generell vom Ambiente her, könnte man sich vorstellen, sowas öfters zu fahren, also sprich vielleicht auch in den nächsten Jahren einmal das als Finale zu fahren? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine super Veranstaltung, gut organisiert, die Strecke super gesperrt und ich glaube, das macht an jedem Fahrer Spaß und Zeitfahren gibt es ja so wenig bei uns. Die Mannschaftswertung holte sich zum dritten Mal in Folge das Team von Erich Amplatz, der, nachdem er die Mannschaft in den letzten 5 Jahren aufgebaut hat, leider aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss. Lukas Ehle, sportlicher Leiter beim Team Amplatz. Es ist sich um einen berühmten Pedaltritt, wenn man so will, nicht ausgegangen. 2 Sekunden sind praktisch nichts auf so einer Strecke. Enttäuscht oder ist man doch jetzt zufrieden, dass auch der Mannschaftssieg in der Bundesliga für die Mannschaft aus Langenlois geglückt ist? Ja, das ist... Für uns ist es das dritte Mal hintereinander, dass wir die Mannschaftswertung gewonnen haben. Die Qualität des Teams ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit den Burschen. Obwohl wir einige Unfälle hatten, bin ich mit dem heutigen Ergebnis sehr glücklich. Bleibt das Team nächstes Jahr zusammen? Ja. Wir haben starke Sponsoren und das ist eine gute Möglichkeit, ja, wir haben starke Sponsoren und das ist eine gute Möglichkeit, Erich Amplatz zu danken. Ich werde niemals vergessen, was er für uns getan hat. Wir schauen zuversichtlich ins Jahr 2018. Das Ergebnis des Ass für King of the Lake in der Übersicht. Hrinkov Advarics gewinnt vor Amplatz BMC und Tirol Cycling. Endstand in der ÖRV-Bundesliga-Mannschaftswertung nach 10 Rennen. Amplatz gewinnt mit 186 Punkten. Vor Tirol Cycling mit 160 und Felbermayr-Wels mit 139. Nach den Profis der Bundesliga gingen 1200 Teilnehmer mit einigen Topfahrern an den Start. Mit Startnummer 1200 auf dem aerodynamischen Helm startete Zeitfahrstaatsmeister Georg Breidler als allerletzter Teilnehmer und krönte sich zum inoffiziellen Seekönig. Seine Tagesbestzeit 55,58. Damit war er eine gute Minute schneller als Ricardo Zeudl im Vorjahr. Echt ein cooles Event und so spät in der Saison so große Motivation zu finden, das hätte ich nicht gedacht. Aber es war einfach eine tolle Atmosphäre und hat Spaß gemacht. Die Rad-Bundesliga geht nun in die Winterpause. Und vielleicht dürfen wir sie auch 2018 wieder mit Berichten über die österreichische Radszene begleiten.